Man hat da halt verschiedene, also man hat da vier oder fünf Leute. Und ja, mit denen, die muss man dann halt perfekt einsetzen. Dass man halt... An sich ist es so wie... Alter. Als wenn man praktisch bei Command & Conquer diese Spezialeinheiten-Mission hat. So wie mit Tanya oder in Command & Conquer Tiberian Wars, also im dritten Tiberium-Krieg. Dass man da dann halt die Kommandosoldaten halt durchheizt. Aber halt mit, ja, mit bisschen mehr Überlegung. Und wenn die halt tot sind, sind sie halt tot. Ist halt kacke. Denn ist meistens auch die Mission gescheitert. Ist aber mega krass schwer, das Spiel. Oder die Spielreihe. Wir werden eine größere Crew brauchen. Abschnitt 5 sind wir übrigens. Ich habe eher gedacht, dass das ein bisschen anders läuft. Aber nur gut, egal. Doch, da stand er doch. Dass wir so früh noch nicht Teil 5, Abschnitt 5 erreichen, das heißt, wir haben nur noch einen, schon vor, einen Abschnitt denn vor uns. Und ich denke mal, der wird dann irgendwie auf dem Schiff sein, dass wir dann das Schiff da irgendwie runterholen oder... Ja, schauen wir mal. Also, da, ich meine jetzt mit als Spielabschnitt und nicht als Cutscene. Oder vielleicht sogar noch damit kurz fahren und in Azura auftauchen oder sowas. Zack. Na komm. Also siehst du, ich wollte eigentlich nachgucken, wie lange, ne? Also ich habe knapp 5 Stunden für die Dingens gebraucht und das sind, denke ich mal, jetzt... Letztens waren es irgendwie 41 Minuten, jetzt sind wir bei... Ja, ich denke mal 6, 7 Stunden oder sowas. Wird es insgesamt dauern. Oder gedauert haben, wenn wir hier durch sind. Eigentlich wollte ich eigentlich meinen Lancer haben, aber gut. Ich bin so, ich wollte gerade sagen, ich bin so am Arsch. Na komm, 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 scheiße, wie wir gedauert. Geht doch. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz okay Zeit für ein Spiel, was ganz geil ist. Also. Oh ja. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Und macht halt auch echt Laune. Okay, ich habe eigentlich eher gedacht, dass wir die Dinger zersäbeln sollen. Aber nur gut, egal. Sollte das Problem lösen. Was für Horde? Wir haben wohl blinde Passagiere. Eieiei. Ja, Carmine, du Schlaumeier. Ich habe es auch gerade gesehen, dass da Mahn ankommt. Ja, ansonsten, was kommt denn noch so? Ich kann ja mal eine Projektüberschau geben. Ich bin halt immer noch überlegen, wirklich Ghost Recon Wildlands zu machen, aber das sind halt 20 Stunden. Ich weiß halt nicht, bei meinen geringen Aufrufenzahlen. Es ist halt schon mehr oder weniger alt. Es gibt davon schon... Ja gut, eigentlich gibt es an jedem Spiel tausende von Let's Plays. Normalerweise bräuchte ich von Gears of War Judgment beispielsweise auch keins machen. Aber ich habe halt Bock drauf. Ich habe die Reihe halt angefangen. Aber die Sache ist halt die, bei Ghost Recon Wildlands, das wird halt auch so, wenn ich das so mache, wie ich halt vorhab. Wenn ich nur straight die Story durchgehe, was ich, wie gesagt, vorhab, also die Hauptstory, würde ich trotzdem 20 Stunden da sitzen. Was denn im Endeffekt irgendwie, keine Ahnung, bei 15... Bei 15 Minuten Parts oder 20 Minuten Parts, eher 15, dann lieber eine Folge mehr als, ich sag mal, eine 20 Minuten, weil die Super-Solo-Fans reingucken. Das wären dann halt irgendwie 60 Parts. 60? 60, ja. Und ich weiß nicht, ob 60 Parts halt nicht zu viel sind. Bert, was machen wir hier oben? Folgt mir runter ins Restaurant. Wir müssen die Gasleitung finden. Hoffentlich weißt du, was du tust, Lieutenant. Oh Mann, Alter. Genau. Und ich weiß nicht halt, ob so ein 60-Part-Projekt circa. Kann auch mehr werden oder auch weniger, je nachdem, wie, wie gut ich da durchkomme. Wann ihr zuletzt mit einem Mädel in so einem Lokal wart? Ich auch nicht. Ich habe hier wirklich mal gegessen. Es war so lala. Oh oh, die Bude wackelt wieder. Okay. Kein Wunder, die Explosion hat ihre Spuren hinterlassen. Lass uns hier nicht rumtrödeln, okay? Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich jetzt schon in Abschnitt 6 bin. Also, wir sind hier im finalen Abschnitt.
Und ich hoffe mal, dass Paddock uns noch erklärt, was mit Sophia passiert ist. Ich möchte mich über den Service beschweren. Wäre auf jeden Fall ganz nice, weil es würde mich halt schon interessieren, weil man halt viel in Judgment... Naja, was heißt viel? Man hat ein bisschen was erfahren. Jetzt halt auch nicht so dermaßen krass viel. Aber es ist halt immer cool, wenn man einen Charakter hat, davon noch ein bisschen was erfährt. Also neuen Charakter. Der kommt halt nicht. Das soll mich dann auch nicht weiter stören. Zack. Aber ich finde hier diese Halbautomatik Sniper echt gut. Macht halt echt Laune. Vor allem die ist halt auch so stark. Die ist halt so übel stark. Und da haben wir noch einen. Ach, warum muss denn das so ein Spacko sein? So, dann feuern wir mal drauf. In der Hoffnung, dass er vor mir in die Knie geht. Wir müssen zur Küche. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das Game denn halt wirklich so also Ghost Raccoon Wildlands wirklich so gut denn ist. Okay, ich gehe wieder. Falls halt denn so lange dauert, ich weiß es halt nicht. Wenn die Nachfrage halt so... Wenn die... Was? Achso. Was? Gepanzerte Kantos? Oh nö. Wenn das Projekt halt so krass ankommen würde, wäre es halt mega, wenn man es halt im Vorfeld wüsste. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da irgendwie anzufangen und dann, ich sag mal, lade ich da 10 Parts hoch. Die wären halt, ich sag mal, ganz okay geguckt. Aber das war's dann auch wieder. Und die anderen 50, ich sag mal im Durchschnitt, dass wir dann da 60 Folgen hätten. Und dass die anderen 50 Folgen halt, oder ich sag mal, die nächsten 20 Folgen, ich glaube, das erklärt besser. Aber folgt der Gasleitung. Ihr könnt gleich sehr viel heißer werden. Okay. Vertraut mir einfach. So, wir holen uns auf jeden Fall nochmal die Marke, auch wenn ich wenig gefunden habe. Da haben wir eine Gasleitung. Also die muss ich einfach aufmachen. Und zwar, wie gesagt, wenn ich jetzt 10 Dinger hochgeladen habe, die werden geguckt. Und dann von Part 11 bis 20 nichts mehr. Und dann habe ich eigentlich keinen Bock, das Game abzubrechen. Weil das ist dann halt so. Weil sowas mache ich ungern, irgendwie Projekte abbrechen. Das habe ich ein einziges Mal gemacht. Das ist sie nicht. Und das auch. Und dann auch das wieder gelöscht. Das habe ich ein bisschen bereut. Und zwar war dann Super Meat Boy. Ich hätte die Folgen ganz gerne behalten, ganz ehrlich. Das war ein bisschen zu schnell überlegt. Das war auch das einzige Projekt, was ich wirklich abgebrochen habe. Weil ich da dann keinen Sinn mehr drin gesehen habe, da irgendwie das Projekt weiterzubringen. Weil es doch krass schwer war. Oder irgendwann ein bisschen übertrieben gesagt, zu schwer für mich. Aber andere Leute gehen da ja durch wie ein junger Gott. Aber für mich war es halt im Endeffekt zu schwer und dann war das Rage-Potenzial zu hoch. Na komm. Kann der mal drauf gehen? Geht doch. Komm, der Kantus muss jetzt kaputt gehen. Oh, zack. Ja, ansonsten, wie gesagt, Kommandos vielleicht. Da bin ich mir halt noch nicht sicher, weil das Game... Die Games sind relativ lang und relativ schwer. Da kann auch eine Mission, wenn ich die falsch angehe und viel oft neu laden muss. Also ich würde es natürlich rausschneiden. Aber mit Pech mal 4, 5, 6 Folgen einnehmen. Eine Mission von, ich weiß gar nicht wie vielen. Auf jeden Fall von genügend. Oh, das ist meine. Und ich weiß nicht, ob das auch so gut ist. Ja, denn Spyro wird natürlich weiterkommen. Spyro auf Enter the Dragonfly freut mich auf jeden Fall. Endlich mal wieder ein Spyro-Teil. Sniper Ghost Warrior. Wird auf jeden Fall noch kommen. Also den dritten Teil, den habe ich ja gestreamt gehabt zum Release. In der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere neue Zuschauer dadurch reinkommt. Was aber leider, ja, falsch war. Streaming läuft aktuell so nicht so wirklich. Keine neuen
Ich finde es halt schade, dass ich immer noch bei 225 Leuten stehe und auch keine wirklichen Zuschauer irgendwie dazu bekomme. Was halt mega nervt. Beziehungsweise, ist halt nervig. Man setzt sich da halt hin und dann passiert halt im Endeffekt nichts. Was ich halt wirklich schade finde. Deswegen habe ich die Streamzeiten jetzt schon immer runtergesetzt. Also Montag, Mittwoch, Freitags von 17 bis 19 Uhr. Nicht mehr die komplette Woche bis 20 oder 21 Uhr. Beziehungsweise bis 20 Uhr. Hast du irgendeine Ahnung, was du da tust? Nein, nicht wirklich. Okay, los. Los. Los, gehen wir. Das ist dein Plan? Lass es, Patrick. Gehen wir. Spitze. Tja, los geht's. Okay. Also das Boot rutscht auf jeden Fall. Autsch, das hat wehgetan. Halt die Gondel da. Ach so. Passt auf die Kabinen auf. Schieß auf die Hacken. Das war knapp. Ich weiß halt nicht, ob ich für meine Kollegen das auch frei rum musste. Aber naja. Also auf jeden Fall, das Schifflein ist schon mal da. Schauen wir mal, wie seetüchtig dieser Rosteimer wirklich ist. Wie kommen wir da jetzt hin? Einer von euch weiß, wie man ein Schiff steuert, oder? Oh, Paddock nach Spiel. Freigeschaltet. Wir werden die Locusts töten. Alle. Endgültig. Genau darum geht's hier. Dieser Planet ist am Ende. Sollen die Maden ihn haben? Wir haben alle jemanden verloren. Jeder von uns. Du willst wissen, was aus Sophia wurde? Entführt, als sie auf Patrouille war. Ich sah es durch mein Zielfernrohr. Ich konnte nur eins von den Schweinen töten. Er ließ die fallen. Wenn wir Freunde bleiben wollen, sehen wir uns besser nie wieder. Weißt du, ein paar Mal hätte ich dich heute fast Sir genannt. Ah. Yeah. Der Tag ist noch nicht vorbei. Los, suchen wir Marcus und Dom. Jetzt dürfen Sie die Welt retten. Danke, Cole. Gerne doch, Sir. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss von Gears of War Judgment. War auf jeden Fall ein schönes Spiel, auch Nachspiel, hat jetzt 34 Minuten circa gedauert, also das zweite. Ja, ich weiß nicht, ob hier noch mehr irgendwas kommt. Ich werde die mal durchlaufen lassen, ich werde auf jeden Fall das rausschneiden und ja. Ja, und damit sind wir jetzt wieder im Hauptmenü. 10 Minuten hat das Intro fast gedauert, 10 Minuten, das ist die Credits, aber na gut, egal. Ich habe jetzt in der Zeit mal nachgeguckt, wir haben insgesamt 6 Stunden und 5 Minuten circa gebraucht. Oder 6 Stunden 6 oder so, so um die circa 6 Stunden. Finde ich ganz super, ging auch super flott. Nachspiel hat sich teilweise ein bisschen gezogen. Die eine, ich weiß gar nicht, Abschnitt 3, glaube ich, war es, der sich ein bisschen gezogen hat. Aber ansonsten super kurze, knackige Abschnitte, super schöner Fortschritt. Schön kurz gehalten, schöne Erzählweise, also Gears of War Judgment. Finde ich eigentlich auch ein schönes Gears of War. Es reiht auf jeden Fall die gute Entwicklung in sich ein. Und ja, dann würde ich sagen, das war Gears of War Judgment, war ein schönes Spiel. Gears of War ist jetzt erstmal Geschichte, ist erstmal komplett durch. Das nächste Gears of War wäre Gears of War 4, aber bis ich eine Xbox One X eventuell, oder wird es wahrscheinlich werden, haben werde und Gears of War 4 bringen, wird es eh noch tausende von Jahre dauern.
Und ja, dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein super schönes Projekt und war cool, endlich mal wieder ein Gears of War zu spielen. Was im Anschluss kommt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Kommt auf die Zeit drauf an. Ich werde wahrscheinlich ein relativ kurzes Projekt bringen, sodass ich passend zum Release von Call of Duty World at War 2 fertig bin, sodass ihr World at War 2 seht und dann natürlich Multiplayer-Folgen davon. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ganz gerne mal Feedback hinterlassen, wie euch Gears of War Judgment gefällt. Wenn ihr auch die anderen Gears of War Teile gespielt habt, wie gesagt, ihr könnt ja ganz gerne mal einen Eindruck hinterlassen, was ihr so von auch von der gesamten Gears of War Reihe haltet. Auf jeden Fall, ich bin raus, ich bin Alewach1990, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao Leute.